Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Eine häufig von Ihnen gestellte Frage betrifft die schwache Deklination der Substantive oder wir sagen auch die Enddeklination der Substantive. Das bereitet nicht nur Ihnen Probleme und Schwierigkeiten, sondern auch heute schon sehr vielen Deutschen. Ich will versuchen, es Ihnen möglichst einfach zu erklären. Wir haben hier die vier Fälle: Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. So, es geht bei der N-Deklination, bei der schwachen Substantivdeklination nur um maskuline Substantive. Also das betrifft nur maskuline Substantive. Beispiel: der Mensch, der Polizist, der Beamte. So, wenn diese Substantive im Plural die Endung N oder EN haben, also der Mensch, die Menschen, der Polizist, die Polizisten, der Beamte, die Beamten, dann behalten Sie dieses EN oder N im Genitiv des Menschen, des Polizisten, des Beamten, im Dativ Singular, dem Menschen, dem Polizisten, dem Beamten und auch im Akkusativ Singular, den Menschen, den Polizisten, den Beamten. Ja? Also, Beispiel, das ist die Waffe des Polizisten. Ja? Oder ich gebe oder zeige dem Polizisten meinen Ausweis. Ich kenne den Polizisten nicht. Dasselbe gilt für alle substantivierten Adjektive. Beispiel: fremd ist ein Adjektiv. Wir können jedes Adjektiv substantivieren. Der, die, das Fremde. Plural die Fremden. Aber es geht hier auch wieder nur um den maskulinen Fall. Auch in diesem Fall behält das substantivierte Adjektiv die Endung en. Also des Fremden. Das ist das Gepäck des Fremden. Dem Fremden, ich gebe dem Fremden gern Auskunft und Akkusativ Singular, den Fremden. Ich kenne den Fremden nicht. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen die schwache Substantivdeklination zu erklären. Ich danke.